Sendbote von Yoko Tawada. Yoko Tawada ist eine japanische Autorin, die Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen ist und auch eine Zeit lang in Hamburg gelebt hat und ihre Romane abwechselnd auf Japanisch oder auf Deutsch schreibt. Und dieses Buch hat sie in ihrer Muttersprache geschrieben. Und es ist wunderschön und schrecklich zugleich. Sie hat nämlich eine Dystopie geschrieben. Das Buch spielt in Japan in einer nicht näher benannten Zukunft nach einer nicht näher benannten Naturkatastrophe. Und es geht um den kleinen Mumai, der ist 8, als wir ihn treffen, und seinen Urgroßvater Yoshiro, der ist über 100. Und es ist so, dass die Kinder unglaublich krank auf die Welt kommen und überhaupt nicht alt werden und die alten Menschen unglaublich fit sind und im Prinzip alles wuppen in der Gesellschaft und nicht sterben können. Und es gibt die jungen Alten, die ab 70-Jährigen, die mittleren Alten, so ab 90, und die echten Alten sind über 100. Und Yoshiro ist ebenso einer. Der geht jeden Tag joggen zum Beispiel noch und ist wirklich topfit. Und der kleine Mumai kann nicht richtig gehen, zumindest nicht richtig lange. Dann ist er total erschöpft. Durch akuten Kalziummangel sind die Zähne der Kinder in einem fürchterlichen Zustand und er kann im Prinzip nur weiche Nahrung zu sich nehmen. Das Land befindet sich in einer Isolationspolitik und hat alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Es gibt keine Flugzeuge mehr, es gibt keine Züge mehr. Die Menschen können sich im Prinzip gar nicht mehr wirklich fortbewegen. Fremdworte sind nicht mehr erlaubt. In so einer Welt spielt dieses Buch. Und als der kleine Mumai etwas älter wird, wird er ausgewählt von einer Geheimorganisation als Sendbote mit einem Boot ins Ausland zu gehen und vor möglichen Katastrophen zu warnen. Ja, so ein richtig schönes Buch, wie Sie sehen. Was Yoko Tawada wirklich schafft, ist, Poesie in eine Dystopie zu holen. Ich finde das unglaublich, was für Bilder sie erzeugt und wie humorvoll eine Katastrophe beschrieben werden kann. Dieses Buch ist, wie ich eingangs schon sagte, wunderschön und es hat mich absolut nicht hoffnungslos zurückgelassen, sondern mit einem sehr, sehr warmen Gefühl. Und ich bin gespannt auf weitere Werke Yoko Tawadas.